wieder mit dabei seid. Heute habe ich mir mal überlegt, gibt es ein ganz besonderes Frühlingslied? Und zwar ist das schon sehr, sehr alt, ist von einem Komponisten, der vor über 200 Jahren gelebt hat. Und dieser Komponist heißt Antonio Vivaldi. Der hat sich Musik ausgedacht, ach, ganz viel Musik, aber unter anderem auch Musik zu den vier Jahreszeiten. Also es gibt ein Stück, das heißt der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Und ich möchte euch heute, weil ja bald der Frühling offiziell anfängt und weil wir den Frühling ja alle schon riechen können, wir können den schon sehen überall und wir freuen uns ja alle schon so doll drauf, möchte ich euch ein Stückchen aus dem Frühling vorspielen. Ich spiele euch zuerst mal ein Stückchen auf der Gitarre vor. Vielleicht habt ihr das Lied auch schon mal gehört. Das ist heute nicht zum Mitsingen, sondern nur zum Zuhören. Hier kommt der Frühling von Vivaldi, ein kleiner Ausschnitt. Sondern für Streichinstrumente. Streichinstrumente, habt ihr vielleicht schon mal Geige oder Violine gehört? Da gibt es noch größere Streichinstrumente. Den Kontrabass, das ist das allergrößte. Es gibt das Cello und eine Bratsche. Weil ich aber diese Instrumente alle nicht so gut spielen kann und auch Gitarre ist jetzt, ich kann besser Querflöte spielen, deswegen möchte ich euch mal einen etwas längeren Ausschnitt vom Frühling auf der Querflöte vorspielen. Und wenn ihr genau hinhört, dann könnt ihr die Vögel zwitschern hören. Ja, und vielleicht muss ich euch auch noch vorwarnen, singt die Gundi auch noch mit. Die liebt einfach die Querflöte und die liebt es, damit zu singen. Also wenn ihr so eine zweite Stimme aus dem Hintergrund hört, beziehungsweise die liegt hier so, könnt ihr nicht sehen, dann macht euch keine Sorgen, die macht das total gern. Also ein kleiner Ausschnitt aus dem Frühling von Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi, heute mit zweiter Stimme von Gundi.
Und keine Sorge, der Hundi geht's gut. Komm mal her. Komm mal ins Bild, sag mal hallo. Komm mal her. Dass das mit dem Drehen nicht so funktioniert, das wisst ihr schon, aber dem Hund geht's gut. Die lag hier ganz entspannt und hat einfach mitgesungen für euch. Na, das war dein großer Auftritt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Freitag, ein tolles Wochenende und bis nächste Woche. Tschüss!